Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im David vs. Goliath Projekt. Ja, und zusammen mit dem Falco, der ist heute bei mir. Hallöchen. Ja. Hochkonzentriert hier. Ja, ich glaube, die machen das. Ich frage mich nur so, wie die es machen. Willst du die letzte machen oder soll ich? Ist mir egal. Mach du mal, du bist schon am Drehen. Mach. Kannst du mal ans Ende vom Feld fahren? Da habe ich noch ein kleines bisschen vergessen, da hat der Gruber zu spät gesenkt. Ja. Andere Seite. Wobei, die müssen auf jeden Fall noch einmal fahren. Es könnte sein, dass wir auf jeden Fall eine Nase weit vorliegen. Wenn ich noch Zeit habe, komme ich dir entgegengefahren. Jo. Ist nur ein ganz eine Gruberbreite quasi. Ja. Oder eine Gruberlänge, wie auch immer. Du hast momentan Urlaub, oder was? Ja, ich habe Urlaub, ein paar Tage, ja. Sommerurlaub oder nur eine Woche? Oder? Nee, einfach nur so. Ich habe mir freigenommen, weil eigentlich Tino und ich einen Auftritt auf der Comic-Con hätten als Manni und Günni. Tino aber keine Zeit hatte und ja, ich hatte vergessen, den Urlaub wieder auszutragen. Und dann habe ich auf meinen Plan geguckt und ich so, ach, ich habe ja Urlaub, fuck. Ja, dann habe ich spontan meine Mama angerufen, ob ich runterkommen kann und so. Ja, und dann habe ich gedacht, gut. Ich fahre weg, ja. Ja. Schreib schon mal Stopp in den Chat und... Nee. Zweites Feld. Ach so. Ah, fuck. Nicht nur ein Feld. So, Pin. Selbe Technik, du links, ich rechts. Ja. Die anderen setzen nämlich auch schon gerade über. Ja, ich sehe es gerade. Wobei die noch am Grubbern sind. Das ist lustig. Ich dachte, wir wären fertig. Nö. Das wird auf jeden Fall eng. Ja. Also es könnte gut sein, dass das Übersetzen uns jetzt einen Vorteil verschafft hat. Weil von denen einzelne Arbeitsbreiten jetzt hier ohne zu grubbern übers Feld fahren. Habe ich hier schon erzählt, dass mein Feuerzeug einen USB-Anschluss hat? Ein Elektrofeuerzeug, ja? Ja. Cool. Kann ich Daten drauf speichern? Geil. Ich weiß noch nicht wofür, aber. Irgendwann werde ich es brauchen. Naja, ich bin eigentlich so ein leidenschaftlicher Zippo-Benutzer. Immer gewesen. Ja. Aber seitdem ich das Buggy habe, und das ist ja komplett offen, das hat ja nur eine Frontscheibe. Ja. Habe ich mir halt so einen, wie heißt das denn, Jet-Feuerzeug oder was? Mhm. Und das geht halt auch bei Wind an. Ich meine, ja, ein Zippo geht auch bei Wind an, aber das Problem ist, wenn die Flamme kommt halt nicht aus dem Käfig unten raus. Ja. Oh. Ich verstehe ja. Du hast ja einen Buggy gekauft, Alter.
Ja, für die Jagd. Nice. Richtig geiles Ding. Einzelradaufhängung, Allrad, Differentialsperre vorne hinten, Winde. Wie knapp unter einer Tonne. Okay. Gehst du eigentlich noch hier aktiv jagen? Ja, im Moment nicht, aufgrund dessen, dass ich privat ziemlich viel zu tun habe. Aber Ende Juli will ich wieder öfters ins Revier. Nicht schlecht. Ich jage ja auch, ne? Monsterdosen. Bei Call of the Wild. Ich habe letztens mit Domme einen Elch gelegt. Männlich, oder was? Ja, nee, ich glaube, ich war. War auf jeden Fall meine erste Trophäe. Top. Es gibt ja jetzt hier diesen Trophäenraum-DLC, weißt Naja, habe ich gesehen, habe ich mir auch geholt. Das Lustige ist ja, dass du solche Elche ja sowieso hier in der Gegend gar nicht hast. Im europäischen Raum. Naja, glaube ich Im auch nicht. europäischen Raum hast du ja Stangenelche, nennen die sich. Die haben quasi oben drauf nur so einen Fahrradlenker. Okay. Also diese Schaufler, das ist halt eher so Kanada. Und Schweden vielleicht vereinzelt. Hast du schon so alles geschossen? Bis jetzt Fuchs, Dachs, Hase, Kaninchen, dann natürlich Reh, ein Rothirsch haben die auch schon geschossen. Also Rehwild mehr, bis jetzt einen Rothirsch, der wäre mir mehr vergönnt. Schweine ohne Ende, klar. Enten, Gänse, Standardrepertoire. Okay. Und dann halt noch so ein bisschen Kropfzeug, ich sag jetzt mal wie Waschbären, Marder Ja. und so ein Gedönsrad. Freue ich mich auch wieder auf die Drückjagd-Saison. Wie jedes Jahr. Weil danach kommt dann irgendwann die Entensaison. Und Schrotschießen macht sowieso am meisten Spaß. Wieso? Ich dachte, wieso? Also wieso? Naja, weil es halt aktiv ist, ne? Du stehst halt da. Was weiß ich, zum Beispiel beim Entenstrich heißt das. Ja. Das nennt sich so, weil die Enten halt einstreichen, wenn die pennen gehen abends. Das heißt, du stehst an einem Fluss mit ganz vielen Leuten quasi auf der Reihe und wartest darauf, dass die Enten quasi zum Pennen landen. Ja. Und dann ist es halt schon so leicht Zwielicht. So, und du stehst dann da total ruhig und dann hörst du dann schon bei Enten schon so. Und dann Ja. kommen die halt angeflogen und dann geht's halt los. Aber dann ist auch Silvester. Das ist Aber halt. wie unterscheidet ihr dann, wer wen getötet hat? Oder teilt ihr die danach einfach auf, Nee, oder? der letzte Schuss zählt. Du stehst ein paar Meter auseinander. Du stehst, Ach was weiß so. ich, mindestens 25 Meter auseinander. Das andere macht keinen Sinn. Problem ist ja, du hast ja nie am Fluss auch wirklich alles so frei. Ne? Größte Plage ist ja immer noch der Knöterich. Du musst ja halt gucken, dass du irgendwo freies Schussfeld hast. Ja. Und es ist halt aktive Jagd auf bewegte Ziele. Das ist immer interessanter, als jetzt auf einer Kanzel zu sitzen. Und da kommt ein doofes Reh vorbei. Ja, klar. Vor allen Dingen ist das ja auch Arbeit mit den Hunden, ja, weil du steigst ja nicht selber ins Wasser, sondern die Hunde gehen rein, holen dann die Ente raus. Das ist einfach total cool, vor allen Dingen dabei zu sein. Und selbst wenn jetzt nichts schießt, ist mega Veranstaltung. Weil auch Okay. das Drumherum, von wegen du triffst dich vorher, grillst nett zusammen oder isst schön zusammen. Das ist halt bei solchen Gemeinschaftsjagden im Gegensatz zu einem Einzelansitz halt viel, viel schöner. Ja, klar. Ja, nicht schlecht. Habt ihr denn auch so Lockpfeifen und sowas, oder? Nö, die brauchst du eigentlich gar nicht. Okay. Das hast du in Hunter Hunter ja nur, weil die Enten ja im Endeffekt auf Feldern und so weiter und so, oder die Gänse auf Feldern runtergehen. Ja, aber wie gesagt, beim Entenstrich
ist es ja so, dass du weißt, dass die Enten kommen. So, das heißt, du hast in deinem Revier einen Fluss, wo du gewisse Ecken kennst, wo die auf jeden Fall pennen. Ja. Dasselbe kannst du auch tagsüber machen, weil Enten ist ja auch so, die müssen ja auch ein bisschen was treten und so. Ja. Und dann sitzen die halt so am Bach. So, und dann gehst du einfach hin, stellst dich halt in der Reihe auf und dann wird halt ganz leise an den Fluss gegangen. So, und dann gibt es meistens einer macht einen Hebeschuss, nennt sich das, der schießt einfach, was weiß ich, ins Grün. Ne? Ja. Und dann fliegen die halt hoch, weil, naja, aus ethischen Gründen, also ethisch heißt es dann auf Hochdeutsch, ansonsten, wir sagen dazu weidmännisch, Flugwild wird nie am Boden geschossen. Ach so. Nicht schlecht. Hört sich interessant an. Ja, definitiv. Aber auch halt alles andere drumherum ist halt interessant. Ne? Selbst wenn es jetzt mal nicht ums reine Jagen geht, sondern was weiß ich, die Vorbereitung oder gemeinschaftlich irgendwie Wiesen wieder ganz machen. Und dann ist ja auch alles Spaß. Ja, klar. Gehört halt alles dazu. Ja, dann tut ihr so eine Wildackermischung da drauf, ne? Wir legen Wildäcker an oder was weiß ich, die ganzen Wildschaden. Mhm. Ja, dann, was weiß ich, mit der Hand umdrehen an Wiesen, wo man jetzt nicht wirklich gut mit dem Gerät hinkommt oder halt nicht so viel isst. Aber der Nachbarrevierpächter, der hat halt von Dickhoff so einen Wiesenhobel, nennt er sich. Ja. Für große Flächen, wenn die da arg gewütet haben, dann sagen wir dem, pass mal auf, hier, für was weiß ich, wie viele Kästen Bier machst du uns das? Und dann rödelt der da beim Tippers Feld. Ja, oh, okay. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir verkaufen ja auch bei uns so viel für Jäger, also, ja, was heißt viel für Jäger, also Jägerkleidung oder die holen sehr viel Mais bei uns, um für die Wildschweine zu füttern und sowas, ne? Die Kürung, ja. Oder wie ich gerade sagte, die Wildackermischung, die holen die dann auch bei uns immer ziemlich oft. Rasennachsaat und was ich. Genau, ja, sowas alles, ja. Typische. Und garantiert auch Zaunlitze und Stippen ja, und ja. Was weiß ich nicht. Was. Genau, ja. Das ist nämlich viele Leute sagen zwar immer, was weiß ich, die Jäger gehen bloß raus in den Wald und töten Tiere. Aber das, was man in The Hunt da zum Beispiel sieht, ist ja nur ein ganz, ganz geringer Teil von dem, was der Jäger eigentlich macht. Ja. Dann ruft nämlich der Bauer an, pass mal auf, ich habe da und da gerade Mais gelegt. Gönn dir. Und dann ist der Jäger unterwegs und baut einen Zaun. Ja. Und muss gucken, dass er ihn freischneidet und gucken, dass er Batterien wechselt und so weiter und so fort. Ja, stimmt. Batterien holen die auch immer ziemlich oft. Ja. Ja, oder mal ein Weidezaungerät, wenn es kaputt ist. Genau, ja. Das typische Jäger-Equipment. Was hat denn ein Jäger, der kommt schon ewig zu uns. Der kommt schon zu uns, da war ich noch Praktikant bei Raiffeisen. Oh, der hat ihn, jetzt komme ich nicht mehr auf das Ding, der hat so einen coolen Aufkleber auf sein Jeep stehen. Irgendwas mit Vegetarier und Jäger. Ich weiß nicht mehr. Vegetarier ist das indianische Wort für zu dumm zum Jagen. Ja, genau. Der hat mir das gezeigt. Ich habe mich so kaputt gelacht. Ich fand das so geil. Ja, genau so. Genau, ja. Weiß ich nicht. Ich will damit jetzt natürlich keinen angreifen mit der Aussage. Ne? Ich bin kein überzeugter Typ für Vegetarier oder Veganismus oder Fruitarier oder was weiß ich was. Ja. Man sollte Fleisch bewusst essen. Das ist richtig. Also man sollte nicht jeden Schrott kaufen, vor allen Dingen nicht das Hackfleisch für 75 Cent im Netto oder was weiß ich wo, was für ein Discounter. Ja. Und das lernst du halt auch als Jäger. Ja. Weil du siehst ja quasi, naja, wenn du durchs Revier fährst, siehst du dein Hackfleisch gerade auf der Wiese stehen. Mhm. Ja. Und dadurch, dass du es selber verarbeitest und selber zubereitest und so weiter und so fort, hast du eine ganz andere Bindung zu dem Fleisch. Ja. Das ist halt traurig, wenn du Jugendliche heutzutage fragst, weißt du, wo das Hackfleisch herkommt? Ja, das wächst bei Aldi in der Kiefkühltruhe. Und du denkst dir so, ach so, nee, klar. Ja.
Ja. Das ist wohl wahr. Denn? Ja, ich denke, da fehlt meistens auch die Aufklärung, ne? Ich meine, die lernen das ja auch nicht anders, ne? Ja, das ist leider schade. Ja. Deswegen habe ich den Bauern so gefeiert, der Gänse verkauft hat auf dem Markt und die Gänse lebten halt noch. Und dann hat er dann gesagt, ich brauche eine Gans und dann hat er die mal eben geschlachtet. Frischer geht's ja nicht. Ja. Da war ja dann auch pures Entsetzen, wie kann man denn nur? Und ich denke mir so, ja, klar. Die in der Tiefkühltruhe liegt, die hatte nie einen Herzschlag. Ja. Die werden um 3D-Drucker gedruckt. Ich bin Fleischliebhaber. Ich bin auch ganz ehrlich, also für mich wäre auch dieses Vegetarische, bin ich ganz ehrlich, wäre das nichts. Das könnte ich nicht. Eine gute Freundin von mir, die hat mit mir einen Jagdschein gemacht. Die war halt früher Fleischfutterer und hat halt dann gesagt, ich ernähre mich vegetarisch, außer das Wild, was ich selber erlegt habe. Okay. Oder das Fleisch, was ich verarbeitet habe. Wir machen ja auch, was weiß ich, jetzt für die Grillsaison haben wir mit ganz vielen Kollegen zusammengeworfen und haben Wildwürstchen gemacht. Wildgrillwürstchen. Cool. Wenn du die probiert hast, dann isst du nie wieder was von irgendwelchen, möchte gerne namhaften Produkten. Ja, das glaube ich wohl auch. Also wir hatten letztens, da war ich mit meiner Frau einkaufen und ich sagte, weißt du was, komm, wir gehen mal hier zum Metzger und holen uns da mal was, ne? Selbst da war das Fleisch schon besser als dieses Ja, Lidl-Tiefkühl-Scheiß, ne? klar. Und ich denke, wenn du, ich sag mal, so wirklich alles selber machst, ne? Ist das noch mal besser, weil du kannst das würzen und so machen, wie du das willst, ne? Eben, erstens das. Zweitens, naja, ich bin immer ein Freund davon, den Metzger des Vertrauens zu unterstützen. Ne? Besser ist natürlich noch, der Idealfall ist, wenn du einen Landwirt hast, der selber schlachtet. Ja, da weißt du, wo das Tier herkommt, da weißt du, wie es ihm ging. Da weißt du, dass du nicht irgendwelche, keine Ahnung, Presspappe in dich reinfutterst. Ja, das ist halt was teurer. Ja, aber du weißt wenigstens, was du isst. So ist meine Meinung. Ja. Weil, wenn du überlegst, Freezy, wir geben so viel Geld für alle möglichen Scheiße aus, ne? Der Benzin kostet fast 2 € der Liter. Ja. Und was weiß ich nicht, der Handyvertrag kostet einen Huni im Monat. Ja. Aber wir wollen keinen 1 € für einen Liter Milch ausgeben. Das ist ja, das stimmt wohl. Und da haben zum Beispiel zwei Bauern bei uns im Ort haben so eine Milchtankstelle aufgebaut. Ja, die haben Das wir bei heißt, uns auch. Ja, ja, echt? ja. Mega geil. Ja. Kannst da mit deinem Milchkännchen hingehen, wie Genau. früher quasi, und zapfst dir deine, keine Ahnung, 2 Liter Milch. Ja. Und dasselbe hat einer davon auch für Grillfleisch gemacht. Das haben wir Das heißt, auch. der mariniert das selber und so weiter und so fort, tütet das ein und dann packt er das in den Automaten. Ja, und das haben wir auch mit Eiern. Haben wir das auch. Okay, cool. Ne, das haben wir nicht mit Eiern. Ja. Oh, Freezy, das sieht dermaßen schlecht für uns Das aus. sieht sehr, sehr schlecht für uns aus. Ich weiß gar nicht warum. Haben wir so gebummelt? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber du siehst, wie die gerade noch über dem Feld fahren und jeden kleinen Ding, was sie da stehen gelassen haben, wegmachen. Ja, das zum Thema sauber arbeiten, ne? Ja. Jetzt gleich kommt der Stopp. Jetzt müsste es sofort kommen. Ich warte nur drauf. Ja.
Können wir eben noch durchziehen? Komm. Scheiße, haben wir jetzt zwei oder drei vorne gemacht? Ich bin jetzt bei der zweiten immer noch. Ich glaube zwei. Sollen wir noch fertig machen jetzt oder was? Ja, komm, wir fahren eben die Tour noch runter. Ja, okay. Brauche ich das in der Vorbereitung nicht machen. Diese Triumphal hier rumheizen, ey. Rainer, der Einzige mit Anstand, der es gecheckt hat, warum wir jetzt hier weiterfahren. Haben wir alles gegeben, Fidi? Was war da los? Ja, keine Ahnung. Aber wir haben definitiv sauber gearbeitet. Wenn du mal so auf die Map guckst, puh, ganz schön viel stehen lassen. Ja. Ja, aber in der immer sauber. Richtig. Naja, dann gehen wir mal runter und hören uns jetzt den Scheiß an. Ja. Hört auf. Hallo. Hallöchen. Hallo. 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 Scheiße, das hätten wir im Leben nicht gedacht. Was denn? Wie auch. Dass wir das gewinnen. Was machen die Maschinen alle aus? Ja, machen Motoren alle aus. Naja. Manu, mach mal deinen Motor. Wie, naja. Also ja. Wenn man so auf dem Feld guckt, da habt ihr aber ziemlich viel stehen lassen. Vor allem bei Feld 1 da oben. Junge, Junge, Junge. Aber nein, also, weißt du, wir haben extra noch sauber gemacht. Wisst ihr, was das Gute ist? Was? Ihr habt auch was stehen lassen. Naja, ja, das auch. Aber ich würde sagen, für die nächsten zwei Male bleibt Tino auch im Team David. Warum? Beziehungsweise, nee, gar nicht wahr. Beim nächsten Mal können wir wechseln und dann bist du wieder im Team David. Weil das, was ihr jetzt unsauber gearbeitet hat auf Feld 1, da wächst dann halt beim nächsten Mal nichts. Das macht ja nichts. Ach nee, doch, das ist doch scheiße. Aber ihr habt ja selber auch ein bisschen unsauber gearbeitet. Ja, ja, alles muss erst. Aber wir haben, also wir haben auf dem ersten Feld oben, haben wir schon safe gesagt, das Ding ist durch, das gewinnen wir nicht. Könnt ihr mal bitte von den Traktoren da runtergehen? Ihr habt auch. Also eben sollten wir uns so draufstellen. Ja. Also ihr habt meines Erachtens auch eine größere Arbeitsbreite. Ja, das steht in dem Ding drin. Mika? Ja. Ist aber nicht so. Ach so, okay. Weil da steht glaube ich 18,20. Da steht 18,2, ne? Das ist aber nicht so. Daumen kann schon sein. Ja, aber wie gesagt, also hat super gepasst. Ich glaube, wir hatten einen riesen Vorteil dadurch, dass wir im Uhrzeigersinn gefahren sind. Wir mussten nicht umsetzen. Das war so ein bisschen unser Vorteil. Und ja, ansonsten haben wir die Arbeitsgeschwindigkeit war tatsächlich exakt dieselbe, weil wir sind ja das eine Mal nebeneinander gefahren. Ne? Genau. Da haben wir ja, war wirklich exakt gleich. Und ja, wir bedanken uns auf jeden Fall für diese coole Challenge. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Und ja. Achso, ich wollte noch ein was ganz kurz sagen. Und zwar, wir haben eventuell noch so auf dem Zettel stehen, da könnt ihr mal eure Meinung noch dazu schreiben, hätte ich vielleicht am Anfang der Folge sagen sollen. Vielleicht so ein Ding alt gegen neu. Ne? Weil dieses David Goliath-Ding, das wird ja irgendwann, werden uns da auch die Ideen ausgehen, beziehungsweise werden wir da begrenzt sein. Und wir überlegen, ob wir dann eventuell weitermachen mit alt gegen neu. Also das wäre noch so eine Idee halt. Gerne mal die Kommentare. Gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.